Peter Meyer, heute ging es los, Ihre Pilgerreise nach Rom. Wie weit soll es heute noch gehen? Ja, die erste Etappe ist zwar vielleicht schon ein bisschen eine lange Etappe, aber ich habe meinen Goethe-Kindern versprochen, dass ich heute komme. Das heißt, ich gehe heute auf Klaus und werde in Klaus bei meinen Goethe-Kindern übernachten. Wie geht es dann weiter? Morgen mal als erstes zur Basilika nach Rankweil und dort sollte der Weg ja sein, der österreichische Jakobsweg in Richtung Schweiz und dann weiter auf dem Schweizer Jakobsweg. Wie weit, weiß ich noch nicht. Und fühlen Sie sich fit genug für diese Reise? Kann ich jetzt noch gar nicht behaupten, das ist natürlich der erste Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Stunde habe ich schon sehr gekämpft, natürlich auch die 10 Kilo am Rücken nicht gewohnt, aber jeder Tag bringt etwas für die Fitness und das ist sicherlich ein großer Grund, warum ich auch diesen Weg mache. Ich will ja danach wieder richtig fit sein. Was haben Sie denn da alles dabei? Ja gut, ist nicht so viel. 10 Kilo, was hat man da dabei? 2 Hosen, 3 Paar Söck, 3 Unterhosen und ein paar T-Shirts und natürlich schon ein bisschen technisches Equipment wie Stirnlampe, weil ich liebe es im Dunkeln zu starten, wenn die Natur wacht, das sind ja die schönsten Momente am Weg. Ich freue mich einfach auf alles, was da kommt. Der Weg hat sicher viele Überraschungen und ich werde die Überraschungen gerne mit meinen Lesern teilen.